Anton Bruckner kam 1868 endlich nach Wien. Er war für viele Jahre Stadtorganist in Linz, hatte bei Simon Sechter Privatunterricht in Wien gehabt, hatte sich privat weitergebildet bei einem Freund, einem Kapellmeister in Linz. Und dann kam endlich der ersehnte Schritt in die große Hauptstadt. Bruckner wurde Nachfolger von Sechter an der Musikakademie als Professor für Tonsatz und er wurde Hoforganist in Wien. Und er konzertiert als einer der ersten deutschsprachigen Organisten überhaupt diese Konzerte, bei denen Bruckner nur ganz wenig Literatur spielt. Er hatte ein ganz kleines Orgelrepertoire, ein bisschen Bach, ein bisschen Mendelssohn, ein bisschen Händel spielte er. Aber er war einfach zeitlebens der große, geniale Improvisator. Er hat wahnsinnig gern über die Kaiserhymne improvisiert, über das Alleluja aus Händels Messias. Er konnte aus dem Stand wie Bach große Fugen improvisieren. Dieser Ruf, den er sich als Orgelimprovisator, bringt ihn dann 1871, zwei Jahre danach, nach London. Hier spielt er mehrere Konzerte in der Royal Albert Hall sowie im nicht mehr existierenden Crystal Palace. In der Royal Albert Hall stand damals oder wurde damals gerade eine neue Orgel gebaut, die damals größte Orgel der Welt mit 111 Registern, gebaut vom englischen Father Willis. Und Bruckner muss diese Willis-Orgel sehr geliebt haben, denn er hat mit Lust an diesem Instrument konzertiert und es gibt Berichte, dass Bruckner all in alle Konzerte zusammengerechnet für ungefähr 70.000 Menschen gespielt hat. In seiner Zeit, als er hier in London konzertierte, hat er sich schon mit der zweiten Sinfonie beschäftigt. Die zweite Sinfonie ist nach diesem Vulkanausbruch der ersten und der annullierten Nullten dann wie eine Schwester, die man nicht so richtig fassen kann. Sie ist im Beginn, ein bisschen erinnert sie mich an Lohengrin, an das Vorspiel. Sie kommt irgendwo aus der Ewigkeit und braucht sehr lang, bis sie da ist. Die zweite Sinfonie ist, wenn man das so sagen kann, vielleicht nicht ganz so brutal wie die erste. Sie ist nicht so ein Riesenausbruch. Ich persönlich liebe vor allen Dingen den zweiten Satz, dieses Andante mit unglaublichen melodiösen Einfällen, das Scherzo ganz kurz und knackig, dann in den späteren Revisionen 1877 zum Beispiel noch mehr gekürzt. Und das Finale ist von der Länge her, schließt es an den ersten Satz an. Wenn wir eine Bruckner-Sinfonie hören, natürlich bisher in den Orchesterfassungen und jetzt durch diese Aufnahmen dann auch in den Orgelfassungen. Aber wenn wir diese Sinfonien, diese gigantischen, erratischen Blöcke hören, wenn wir da sitzen und offenen Herzens uns auf die Musik einlassen, können wir, glaube ich, durch diese Musik, durch diese unendliche Größe und Weite, durch dieses zeitliche Nicht-mehr-Fassen etwas von Ewigkeit spüren, was wir eigentlich nicht in Worte fassen können. Wenn wir den Himmel uns anschauen, wenn wir Bilder sehen über Christi Auferstehung, dann sind das nur kleine Metaphern. Bruckner kann uns mit seiner Musik helfen und insofern auch da wieder der Weg von Bach über Bruckner zu Olivier Messiaen. Das sind drei Komponisten, die für die Ewigkeit geschrieben haben, die musikalisch Ewigkeit ausdrücken konnten und die einen Schlüssel zum Himmel für uns bringen können, zu etwas, was wir nicht erklären können. Bruckner ist ein absoluter Meister. Wir wissen, dass Bruckner mit seiner Musik, mit diesen Erfindungen von Minimal Music in einer Zeit nach Franz Schubert
Und in einer Zeit, als diese neudeutsche Schule mit Liszt und Richard Strauss und Berlioz Programmmusik erfunden hat, da etwas zu erfinden, was wir heute als Minimal Music bezeichnen würden, was aber auch nicht greifbar ist, solche Ideen aus diesem engen Katholizismus heraus und wie ein Vulkan bricht das Ganze auf und für viele, auch für uns heute, immer noch unbegreiflich, wie das zustande kommen konnte. Wenn man diese großen Sinfonien von Bruckner hört und dirigiert und sich damit beschäftigt, kann man eigentlich nur staunend dastehen und sie wirklich als eine Art Weltwunder bezeichnen. Und glücklicherweise müssen wir nicht alle Weltwunder verstehen.